Hallo und herzlich willkommen zum Supreme. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Diejenigen von euch, die den Supreme schon kennen, länger kennen, wundern sich wahrscheinlich, warum es am Anfang keine Bonbons gab für die Abstimmung. Die Bonbons für die Abstimmung könnt ihr in der Pause abholen. Da gab es eine Verzögerung. Genau. Und dieses Mal auch nur zwei, weil wir haben nicht so viele. Also zwei Bonbons nachher holen. Ja, tut uns sehr leid. Kann mal passieren. So, wir fangen auch gleich mit dem ersten Act an. Die Kiran kommt gleich auf die Bühne und wird uns ihre Texte präsentieren. Sie ist seit September in Freiburg und sie sagt über sich selber, dass sie schon, bevor sie schreiben konnte, geschrieben hat. Sie hat mit 5, 6 ihrer Mutter damals ihre erste Kurzgeschichte diktiert, also schon immer war sie da begabt. Und neben dem Schreiben malt sie auch sehr gerne und das sind so ihre zwei künstlerischen Aktivitäten. Jetzt freuen wir, dass sie bei uns ist und bitten sie auf die Bühne. Kiran. Herzlichen Applaus. Hallo. Hallo. Könnt ihr mich gut hören so? Ja. Gut. Ja, genau. Wie ihr vernommen habt, ich bin die Kiran. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. So viele Leute. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich vor so vielen fremden Leuten auftrete. Und genau, also ich bin sehr aufgeregt und mein Herz klopft sehr laut, aber genau, ich fange jetzt einfach mal an. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. He runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time is just like the last, on a ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown. Día de los Muertos. Die Frau mit dem roten Pullover vom Haus gegenüber, oberstes Stockwerk, übt Gymnastik vor dem riesigen, illuminierten Flachbildfernseher. Ihre vermutlich gefalteten Hände lassen ihre Oberarme erzittern. Ihr schwarzer Zopf, der rote Pulli, gerade ebenso wie an dem sonnendurchfluteten Wochenendtag vor ein paar Wochen auf der Dachterrasse, an dem ich sie als Gast identifiziert hatte. Sie übt Gymnastik. Um 11 Uhr nachts. Vor ihrem großen, flachen, das Wohnzimmer ausfüllenden Bildschirm, der wie von Aliens abgestellt die Sicht auf die hölzernen Giebel und Dachbalken versperrt. Die Dachterrasse ist luftig. Krähen nutzen sie an grauen, windigen Tagen als Spielplatz, als Landeplatz. Die nächste etwas höher liegende als Ausguck. Von hier aus kann man den Schwarzwald sehen. Wir sitzen abends manchmal lange in der Küche über der Kerze, lesen in unseren Gesichtern den vergangenen Tag, lassen unser Gesicht im Dampf der Teetassen rosig werden. Sie hat manchmal richtige Apfelbäckchen. Wir essen zu Abend, was ich gekocht habe. Wir flüstern zum Stöhnen der Nachbarn unter der Decke. Der Schwarze und ich lachen, etwas abschätzig. Gelangweilt von so viel TV, Jim Tristesse, jedoch leicht, ohne Hass. Und fliegen weiter. Irgendwo auf anderen Giebeln, anderen Schornsteinen setzen wir uns ab, warten auf ein Lichtlein, ein Rauchzeichen, einen warmen Blick oder einen offenen Schornstein. Wir leben schon lange nicht mehr sesshaft. In den Straßen spuken die Kinder. Die Lichter gaukeln unter den am Straßenrand aufgereihten Platanen. Wir kichern zu ihrer Schauermusik, lachen innerlich jedoch schallend, freuen uns ob der einfältigen, genügsamen Freude der kleinen Quälgeister. Unser Gelächter hallt wieder von den im Dunkeln wartenden, bewaldeten Hügeln. Jetzt lachen wir im Chor, im Kanon. Es schallt fast so wie die Kirchenglocken am anderen Tage auf dem Hügel. Trotzdem leiser, verborgener. So
dass doch nur wir es hören können. Und vielleicht das ein oder andere der Kinder da unten in der Straße, vielleicht das mit der orangenen Zipfelmütze, das gerade um die Ecke biegt, hinein in die Glühmerstraße. Oder das mit den rot-weiß gestreiften Kniestrümpfen, das schelmisch in seine Laterne blickt, als wüsste es mehr als die anderen, die nur lärmend nach den Süßigkeiten hechten. Wir lachen noch immer in uns hinein, dass es prickelt wie kleine Perlen in einem kühlen, erfrischenden Soda. Die Kerze erwärmt unsere Gesichter. Das Flackern erinnert an ein Lagerfeuer. Hatten doch die Studenten auf der Höhe der Hilderstraße eines, rot, orange und warm, saßen sie doch beisammen im Kreis der Wärme. Rauschte ich doch vorbei, aufhorchend ob solcher Geselligkeit an kalten Fernsehgymnastikabenden. Und fuhr doch weiter in die Nacht hinein, die mich umfing wie ein schützender Kokon, wie eine der glitzernden Libellen heute im Park der Psychiatrie. Da, wo der Pfleger auf der Bank am Teich unter der riesigen Narde, oder war es eine Zeder, sein Butterbrot hinunterschlang oder ein gekauftes Sandwich. Wir waren uns einig, dass Goldfische nicht fliegen können, dass Katzen lange Ohren haben und Frösche manchmal beißen können. Du sahst den Frosch mit deinen Luchsaugen und deiner teichtiefen Ruhe, sahst ihn springen, nicht so die anderen, die in ihrer Beschäftigkeit sich gegenseitig im Weg standen. Du lasst mir den warmen, du lasst in der warmen Mittagssonne oder in meinem Gesicht. Du lasst mir den Nachmittag aus den Augen. Die Stille, die aus mir hervorquoll, der deinen entgegen. Wir lächelten stumm, ohne uns anzusehen, ohne uns zu getrauen, das Gesicht mit dem Lächeln des anderen anzusehen. An der Apotheke an der Ecke, die mit dem ruhigen Innenhof, eine Katze, grauhaarig getigert, schräg gegenüber vom Friedhof. Habe vergessen zu gehen, habe vergessen, meine imaginativen Blumen zu bringen. Auch wenn ich noch 2 Tage Zeit habe, so werde ich doch nicht zurückkehren. Zu wenig all das, was an die Oberfläche drängt, was hervorbrechen möchte. So tröpfelt es doch mit dem Mühlrad der Zeit im eigenen Takt auf die Steine. So weiß ich, dass Warten lohnt und dass ein langsamer Weg ein dankbarerer sein kann als einer, den man geht, um sich zu vergessen. Der Jäger mit dem silbernen Anhänger umzäunt den Teich mit seinen samtigen, krallenbewehrten Tatzen. Mit einer ihm eigenen, selbstbewussten Eleganz dreht er uns den Rücken zu. Verschwindet im Baum, der Narde oder Zirbelkiefer bei der Bank am Teich. Nur sein peitschender Schwanz ist noch zu sehen. Buschig und grau-schwarz getigert zittert er zwischen den rot bemantelten Stämmen. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west, from far away stays for a day, never a frown. With golden brown. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob alle schon mal da waren, deswegen erklären wir noch kurz nochmal das Spiel nachher mit der Abstimmung. Also ihr müsst eben in der Pause 2 Bonbons nehmen. Und hier steht die Reihenfolge und nachher geben wir kleine Gefäße um und da stehen die Nummern drauf und ihr könnt dann für euren Lieblingskandidat stimmen und am Ende bekommt er dann die Bonbons, weil er unser Zucker ist. Verstanden? Ja. Ja. So. Helen? Ja. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir nicht nur Künstler zeigen, sondern auch interaktiv sind. Also seid ihr gefragt. Wir haben uns was ausgedacht und zwar jeder hat Lieblingsserien, die er toll findet. Und von denen kennt jeder ja die Titelmusik. Und deswegen machen wir jetzt mal ein Beispiel, damit ihr mal, ihr sollt erraten, wer, um welche Serie es sich handelt. Ich bin ganz außer Atem, Entschuldigung, von diesem Schleppen. Was?
Ja, genau, das wollte ich sagen. Und es gibt Getränkebons. Also ihr habt auch eine Motivation, das zu tun. Genau. Okay, also dann würde ich bitten, unsere Unterstützerin, die Katharina. Was ist das? Nein. Aufstehen, aufstehen, ihr müsst aufstehen. Es gibt einen Getränkebon, bitte an die Frau. Also immer aufstehen und gleich sagen, das haben wir nicht dazu gesagt. Und Applaus dafür. Genau. Ihr habt das jetzt super geübt. Jetzt machen wir nochmal zwei. Und der nächste kommt jetzt. Und dann einfach aufstehen und schnell sagen. Und ich würde meine Teammitglieder bitten zu gucken, weil ich kann sehen. Ja, da hinten. Was? Was? Das war falsch. Wer hat das gesagt? Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. So, das letzte, also für diese Runde. Nachher geht's weiter. Sehr gut. Herzlichen Applaus bitte für den Herrn vorne. So, okay. Ihr habt nachher nochmal die Chance, aktiv zu werden. Jetzt würde ich gerne die nächste Künstlerin ankündigen. Und zwar ist das Debbie Ella. Sie beschreibt sich selbst als Mama, Musikerin und Bürotante. Für neue Songs hat sie immer ein Notizbuch dabei oder ihr iPhone und schreibt sich das gleich rein. Genau. Geprobt wird überall, am See, zu Hause oder im Proberaum. Viel Spaß mit Debbie Ella. Ja, jetzt bin ich doch schon dran. Hallo zusammen. Eigentlich wäre ich ja erst nach der Pause dran gewesen. Jetzt gab es doch noch mal eine Änderung, aber ja. Wir sind ja flexibel. So. Okay, ich mache deutschsprachige Popmusik. So würde ich es bezeichnen. Ich mach mal. Oh ja, sollte ich vielleicht noch. Ja, okay. Drei Säulen auf Papier, gemeinsam unterzeichnet die Ziele im Visier. Währung, Wirtschaft, Sicherheit, scheinbar strukturiert, durchgesetzt, leider keine Fehler reflektiert. Geleitet vom gemeinsamen Bestreben, sich gegenseitig Raum zu geben. Begleitet von begründeten Bedenken, sich gegenseitig nur einzuschränken. Drei Säulen auf Papier, gemeinsam unterzeichnet die Ziele im Visier. Währung, Wirtschaft, Sicherheit, scheinbar strukturiert, durchgesetzt, doch leider keine Fehler reflektiert. Geleitet vom gemeinsamen Bestreben, sich gegenseitig Raum zu geben. Begleitet von begründeten Bedenken, sich gegenseitig nur einzuschränken. Auf Gemeinsamkeit erpicht, ist das sinnvoll oder nicht? Die Zukunft unseres Ideals, wen schert die Unterschicht, wenn die Schere fast zerbricht? Ist es nicht bedauernswert, dass keiner davon spricht? Hey, hey, hey. Zwei
2007 vom Land weit abgetrieben. Den Kurs verloren, es ist nur der Reformversuch geblieben. Dem Wellengang voll ausgesetzt, es droht die Repression. Europa lässt sich weiter treiben, nichts als purer Hohn. Geleitet vom gemeinsamen Bestreben, mit Macht Probleme zu beheben. Begleitet von begründeten Bedenken, von Zwiespalt und Konflikten abzulenken. Auf Gemeinsamkeit erpicht, ist es sinnvoll oder nicht? Die Zukunft unseres Ideals, wen schert die Unterschicht, wenn die Schere fast zerbricht? Ist es nicht bedauernswert, dass keiner davon spricht? Hey, hey, hey. Euer Wohlergehen wollt ihr ein Dankeschön. Euer Erbe zeugt von Verlogenheit. Für euer Wohlergehen wollt ihr ein Dankeschön. Eure Rücksichtslosigkeit tut euch nicht mal. Es ist an der Zeit, um einzusehen. Die Länder, die mal eins waren, wollen getrennte Wege gehen. Zerteilt in tausend Teile, teilen sie sich nur noch die Naht. Nach außen kaum mehr sichtbar, doch im Innern längst apart. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin ein bisschen nervös, Entschuldigung. Ich spiele noch einen und dann gebe ich wieder ab. Unter Beobachtung, globale Verdächtigung. Ja, sie sind überall, von hier bis hoch ins All. Mit Kreditkarte zahlen und Facebook-Freunden prahlen. Wer braucht denn schon Niveau? Wir stehen auf Risiko. Oh, oh. Und jeder weiß es ganz genau, wir stellen uns gerne mal zur Schau. Doch drüber reden wollen wir wirklich nicht, wenn wir uns ehrlich eingestehen, dass wir gerne mal wegsehen. Darüber reden wollen wir wirklich nicht. Alte Welt, deine Tage sind gezählt, absolut obsolet. Mach Platz für unsere schöne neue Welt, absolut indiskret. Immer mehr Konsum, bloß kein Verzicht. Und gläsern schimmern wir im Licht. Und Transparenz entstellt allmählich jedes einzelne Gesicht. Hey! Checken den Kontostand. Smartphone in der Hand. Wer braucht schon Sicherheit? Wir wollen Bequemlichkeit. Und jeder weiß es ganz genau, wir stellen uns gerne mal zur Schau. Doch drüber reden wollen wir wirklich nicht, wenn wir
wir uns ehrlich eingestehen, dass wir gerne mal wegsehen, darüber reden wollen wir wirklich nicht. Dankeschön. Und wie angekündigt, mache ich jetzt Platz für den Nächsten. Dankeschön. Stofffrisch hier. Es geht weiter mit einem Quiz, also Spannung. Ah, Entschuldigung, Katharina. Die war nicht so schnell. Genau. Okay. Ah, doch. Ja? Ja, genau. Richtig. Super. Nein, Dexter. Das ist die Serie mit dem Typen, der Selbstjustiz übt. Dexter, habe ich doch gesagt. Der Frederik scherzt hier. Also die Nächste. Na, hier vorne waren leider schon früher. Du bist früher aufgestanden. Ja, genau, du hast es nur nicht gesagt. Applaus. Ja. Das geht jetzt ganz schön schnell. So. Ja, jetzt stopp, gell? Gut. Als Drittes kommt der Lars auf die Bühne. Er hat beim kleinen Kunstpreis für Studierende, das war im November im Vorderhaus, hat er den zweiten Platz belegt. Er steht seit der zweiten Klasse auf der Bühne und hat sich zu Stand-Up-Comedy oder im Bereich Stand-Up-Comedy seinen Schwerpunkt gelegt. Und dabei mag er besonders, dass er sich jedes Mal aufs Publikum neu einstellen muss. Also sind wir gespannt, wie er heute auf euch so reagiert. Lars, bitte. Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich wurde ja schon ausführlich vorgestellt. Mein Name ist Lars Lenius. Ganz kurz, dass dieses Regelwerk nachher richtig ankommt. Also wer nachher das Bonbon nicht in den Eimer mit der 3 tut, hat verloren. Nur, dass das nicht zu Missverständnissen kommt. Ich studiere seit 5 Semestern hier in Freiburg. Ich finde es hier sehr schön und ich studiere Geschichte und Skandinavistik. Und das ist ein sehr schönes Studium, es macht sehr viel Spaß, außer wenn man andere davon überzeugen muss. Ganz besonders gern habe ich Leute, die man zum ersten Mal trifft und mit denen man sich über dieses Studium unterhält. So eine Unterhaltung läuft eigentlich immer gleich ab. Man fragt sich so gegenseitig, was machst du eigentlich? Und die Antwort, Geschichte und Skandinavistik, ruft immer die gleiche Reaktion hervor. Das Gesicht des Gegenübers leert sich komplett. Und auf der Stirn taucht das Wort arbeitslos auf.
Das ist besonders schön bei desillusionierten Angehörigen oder Freunden. Alte Klassenkameraden und Bekannte haben dann meistens noch so einen höhnischen Beiklang im Gesicht, der heißt, tja, dich habe ich überholt. Auch besonders schön zu schauen. Die Leute schauen einen dann ungefähr 30 Sekunden an und merken dann, dass das irgendwie unhöflich ist, jetzt nichts zu sagen. Und versuchen dann das Gespräch irgendwie am Laufen zu halten. Und die Standardfrage, ich stelle das mal kurz weg, die Standardfrage, die jeder Geisteswissenschaftler dann als nächstes bekommt, ist, ja, cool, und was macht man dann damit? Meine Standardantwort mittlerweile, vor allem wenn ich dann schon ansatzweise genervt bin, ist, naja, nebenher, ich habe ja einen freien Stundenplan, nebenher versuche ich möglichst viel Fahrersammlung zu sammeln, weil bei 50.000 Germanisten pro Jahr kann nicht mehr jeder mit Doktortitel Taxifahrer werden. Die meisten verstehen dann nicht, dass das scherzhaft gemeint ist, und blicken einen dann noch entgeisterter an und überlegen sich, wie das Gespräch weitergeht, haben dann nichts mehr zu sagen, und wie das nun mal so ist, wer nichts zu sagen hat, macht Witze. Macht Witze, genau. Und der Schlimmste von allen ist, oh, Geschichte, das habe ich in der Schule ja schon immer gehasst. Das ist, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesagt hat, das ist bei jedem Studium so, das ist die asozialste Antwort, die man geben kann. Im Prinzip erzähle ich der Person, ja, pass auf, ein wesentlicher Teil meiner Freizeit, meines Herzbluts geht in mein Studium, ich verwende viel Zeit drauf, und die Antwort meines Gegenübers ist, oh, das ist aber richtig scheiße. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Bekannter von jemandem heiratet und man selber stößt auf die Person an und sagt, Jannik, freut mich sehr für dich, aber Laura fand ich bei der Verlobung schon scheiße. Das ist nicht nett. Generell, was mir vielleicht wichtig ist, was man mitnehmen kann, ist, man darf nicht immer das sagen, was man gerade denkt. Das ist aus meiner Sicht sehr ungünstig, weil als Comedian denke ich immer das Unpassendste, das ich in einer sozialen Situation sagen könnte, weil das findet das Publikum dann witziger. Als Beispiel, ich war neulich in der Stadt unterwegs, lief die Straße lang und plötzlich zitterte die ganze Erde, Fenster wackelten in ihren Scheiben, und im nächsten Moment walzte, rannte, joggte ein maximal stämmig gebauter Mitbürger an mir vorbei. Jetzt ist es nicht meine Art, da gleich irgendwas hinterherzurufen oder was Doofes zu sagen. Man kennt ja die Situation nicht, der ist vielleicht auf der Flucht, das hätte nicht so lange gedauert. Er hätte sich nicht verstecken können, aber man kennt die Situation nicht. Bizarr wurde das Ganze erst, als am anderen Ende der Straße mit viel Geläute und Gebimmel der Eiswagen vorbeifuhr, und mein innerster Drang war jetzt, neben dem Mann herzurennen und ihn anzufeuern. Komm, den kriegen wir, ich halte ihn auf, du isst ihn leer. Ich habe es nicht getan. Das Ganze war allerdings eine hart erlernte Lektion. Also ich musste das selber lernen, dass man nicht immer sagen kann, was man denkt. Eine Geschichte, am Anfang von meiner Zeit hier in Freiburg habe ich mit einem sehr lieben Mädchen zusammengewohnt, die war aber sehr, sehr reinlich. Und ich bin das nicht. Und eines Tages kam sie in mein Zimmer, zog mich halb in die Küche und sagte, Lars, schau dir das an, so kann das nicht weitergehen. Spüle endlich mal deinen Mist ab. Und ich war, also sie hatte recht, ich hätte spülen müssen. Mir wurde klar, warum ich die letzten 2 Wochen von Papptellern gegessen habe. Aber ich war irgendwie sauer über die Art, wie sie das gesagt hat. Und habe dann gesagt, du, pass auf, ich finde das nicht fair. Wenn du deine Balkonpflanzen hast, deine Pflanzen im Wohnzimmer, was spricht gegen meine Pilzkulturen in der Küche? Rationales Argument, fand ich auch. Sie auch, ich musste nicht abspülen, ich musste ausziehen. Ich war also auf Wohnungssuche in Freiburg, und diejenigen von euch, die das schon mitgemacht haben, wahrscheinlich alle in irgendeiner Form, wissen, dass es eigentlich nicht sonderlich schwer ist, in Freiburg eine günstige zentrale Bleibe zu finden. Wenn man die Pappkartons so zusammenklebt, dass sie nicht davonfliegen im Winter. Ansonsten gilt das Motto der Freiburger Vermieter, Leben in Freiburg, wohnst du schon oder isst du noch? Und
Besonders interessant sind dann die Wohnungsannoncen. Meine Lieblingsannonce war, wir, 25er WG in besetzter Doppelhaushälfte, suchen einen Mitbewohner, denn männlich-weiblich unentschlossen, zum gemeinsamen WG-Leben. Duschen, rasieren, optional, Teilnahme an abendlichen Trommelzirkeln erwünscht. Bei Interesse wickeln Sie Ihre Bewerbung um einen Stein und bei der nächsten Pegida-Demonstration werfen Sie ihm den ersten Hitler-Imitator an den Kopf. Ich habe nicht getroffen. Ich hab den Polizisten hinten dran getroffen und kam so 3 Monate zu einer günstigen Zwischenmiete. Ich habe jetzt mittlerweile eine Bleibe gefunden, eine sehr schöne, angenehmer Mitbewohner. Allerdings kam jetzt erst das wirkliche Elend, weil, jeder der weiß, wenn man umzieht, muss man zu IKEA. Und IKEA ist in meinen Augen so ziemlich der Sammelpunkt menschlichen Elends. Ich finde das Ganze sehr paradox, ich vergleiche das immer ganz gerne. Kurzer Exkurs, ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, als der Skandal mit den Legebatterien ans Licht kam. Legebatterien, hunderttausende Hühner auf engstem Raum, abgehackte Bewegungen, ruckartig, nicht das Massenzappeln von der Universität, wirkliche Hühner. Als das rauskam, das ging durch alle Kanäle und eine Empörung ging durch Deutschland. Interessanterweise, am nächsten Samstag haben sich Millionen Deutsche dafür entschieden, diese Erfahrung hautnah mitzuerleben bei IKEA. Zum Beispiel, mit einem VW Polo auf einem IKEA-Parkplatz zu parken und dann auszusteigen, zwischen Familien-Minivan Laster 1 und Familien-Minivan Laster 2, kann nicht leichter sein, als aus einem Ei zu schlüpfen. Nachdem man dann den Rückspiegel des Nachbarn auf das Autodach gelegt hat, faltet man sich auf einen DIN A4-Blatt zusammen und lässt sich in die Menge schieben. Mir fällt das leicht, unserem maximal stämmig gebauten Mitbürger nicht. Ich bin übrigens auch sicher, IKEA würde gerne, wie jede Legebatterie, alle vernunftbegabten Wesen am Anfang zur Seite nehmen und im Nebenraum schreddern. Aber wer weiß, was in Köttbula drin ist. Apropos Köttbula, Antibiotika verseuchtes Billigessen, kennen wir alle, und was die Hühner fressen, will ich gar nicht wissen. Dann wird die Erfahrung dann komplett, wenn man an die Kasse geht und einmal richtig ausblutet. Für mich war der Höhepunkt persönlich, als an der Kasse mein Dozent aus dem letzten Semester bei seinem Zweitjob war. Das war der Moment, in dem ich mir gedacht hatte, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich Geschichte in der Schule auch schon immer gehasst hätte. Dankeschön. So, wir gehen. Moment. Ich habe nur darauf gewartet, dass Lars so zieht und dann krabum. Aber ist nicht passiert, zum Glück. Wir gehen in die Pause. 10 Minuten Pause. Ihr könnt was trinken, aufs Klo gehen, euch unterhalten. Ah, und denkt an die Bonbons. Holt euch die Bonbons. Danke. Bonbons. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Pause zum zweiten Teil vom Supreme. Die nächsten Künstler sind Redensart. Redensart sind eine größtenteils Freiburger Band, oder? Ja. Genau. Ihr aktuelles Album heißt Ein Blick durch alte Fenster. Und im Januar haben sie ihre neue EP aufgenommen. Und im Februar gibt es ein Konzert im Rang, also im Great Rang Tang Tang, und zwar am 22.02., also alle kommen. Und das ist auch der Start ihrer kleinen, aber feinen Europa-Tour. Genau, es fehlt jetzt noch einer, aber egal. Oder willst du was über dich noch erzählen? Nee. Oder euch? Nee? Okay. Er kommt gleich. Yes. Willst du das auf den... Ja? Welches Kabel muss ich da nehmen? Eins von beiden. Egal welches. Ja.
Hallo. Schön. Ja, ist so ein bisschen verwirrend. Unser dritter Mann, der ist nämlich gerade erst gekommen und stimmt ein Instrument, das wir noch nie gespielt haben, was ihr aber gleich zu hören bekommt. Aber er kann spielen, zumindest das. Genau, deswegen spiele ich einfach mal einen Song jetzt kurz allein. Wie gesagt, wir sind Redensart, sie hat eigentlich alles gesagt. Wir haben hier mal gespielt vor 3 Jahren, das ist echt lang her und zwar verdammt cool und ich finde es so krass, dass hier echt so viele Leute herkommen. Es ist immer so ein Moment, wo ich mich noch richtig als Student fühle, wenn ich hier bin, ne? Weil einfach von Studenten für Studenten mit Studenten und so viele Leute da. Ich bin so, du bist noch dabei. So, ich bin noch dabei. Ich spiele einen Song, der heißt Die Momente danach. Den haben wir aufgenommen jetzt im Januar und der handelt davon, wie ein Moment plötzlich ziemlich viel verändern kann in deinem Leben. Ins Positive und ins Negative. Aber wie es dann auch wieder vergeht, häufig. Genau, die Momente danach. Wenn man genau hinhört, hört man den Kerl unten die Mandoline stimmen. Lauren! Als Schreie verstummten, fing irgendwer an, sich wieder zu finden und Feuer zu fangen. Den eigenen Schwächen die Treue zu schwören, jedem neuen Geist die eigene Stirn. Der Moment und die Momente danach bauten ein Turm so groß, der heute die Stadt überragt. Der Moment und die Momente danach wurden zu welkem Laub. Die Zeit nimmt und gibt und meist mehr als du glaubst. Zitternder Blick, der die Stille durchbricht, deine Augen leuchten voller Zuversicht. Ein fesselnder Tanz zum Takt der Euphorie, ihm an deinen Füßen den Boden entzieht. Der Moment und die Momente danach so tief, dass man das Licht nicht mehr sah. Der Moment und die Momente danach wurden zu welkem Laub. Die Zeit nimmt und gibt und meist mehr als du brauchst. Gefürchtet hast, zerrissen wie wir nun mal sind und zerrissen wie wir es immer waren.
geht's dir auch so? Dieses Haus schreit nach aufkeimender Hoffnung und Ungewissheit. Und dieser Berg aus Tradition und Schuld wirft nur noch Schatten im Licht deiner Ungeduld. Geht's dir auch so? Dieses Haus schreit nach aufkeimender Hoffnung und Ungewissheit. Und dieser Berg aus Tradition und Schuld wirft nur noch Schatten im Licht deiner Ungeduld. Geht's dir auch so? Dieses Haus schreit. Dankeschön. Ah, okay. So. Wir begrüßen Lauren und Markus auf der Bühne. Der dummerweise jetzt nicht mal einen Gurt für seine Mandoline hat, aber macht ja nichts. Genau. Normalerweise spielen wir diese Songs mit etwas mehr Bass und... Hört ihr die? Hört man die? Nee, mach mal einen Kabeltausch. Ah, okay. Kabeltausch. Ich zieh's jetzt raus. Ne? Das Kabel ist kaputt, glaub ich. Die Sache ist, wir haben die Mandoline bestellt. Und dann war sie kaputt und dann haben wir sie zurückgeschickt und reparieren lassen und jetzt noch nie ausgetestet. Und wenn sie immer noch kaputt wäre, dann wären wir echt... Ah, es geht, ne? War's Kabel? Geht's euch gut? Das sind immer so Fragen, die man dann stellt, wenn plötzlich... Geht's euch gut? Ja, schön. So. Wir haben diesen Song noch nie gespielt, wie man kaum merkt. Der heißt Wie das wohl wär. Wir probieren das jetzt mal aus. Ready? Wenn ihr später für uns stimmt, dann kaufen wir uns von dem Geld, gibt's ein Preisgeld? Nee. Kaufen wir uns dafür einen Mandolinengurt. Und jeder kriegt einen Fisherman's Friend von mir, wenn er sein Bonbon... Nee, hier geht's nicht um den Wettbewerb, ist eh klar. Sieh das Mädchen, wie es tanzt. Sieh den Jungen, wie er schwankt, weil er glaubt, dass er es nicht kann. Schüttelt die Ängste von sich ab und sein Bein, es wippt im Takt und er fängt doch zu tanzen an. Wenn das Leben nur so einfach wär und so spannend wie ein Kreisverkehr. Ein Spielfilm ohne Fortsetzung und nicht viel mehr. Und nicht viel mehr. Könnt ihr ein bisschen mit uns klatschen? 1, 2, 3, wie das wohl? Das Kind sitzt schon ewig in die Pedale und bewegt sich nur von rechts nach links. Und all die anderen können schon fahren und es verzweifelt fast daran und fährt bald schon mit dem Wind. Wenn das Leben nur so einfach wäre und so spannend wie ein Scheißverkehr. Ein Spielfilm ohne Fortsetzung und ich viel mehr und ich viel mehr. Oh, wie das wohl. Der
Artist, der balanciert. Er hat lang dafür trainiert und fiel so manches Mal ins Netz. Und er springt auf und landet sanft auf dem Seil, auf dem er tanzt. Er hat sich oft genug verschätzt. Wenn das Leben nur so einfach wär und so spannend wie ein Scheiß-Fahrtscher, ein Spielfilm ohne Fortsetzung und ich spiel mehr und ich spiel mehr. Wie das wohl wär, wie das wohl wär, oh wie das wohl wär, wie das wohl wär. Vielen Dank, wunderschön. So, wir haben noch einen. Dann geht's weiter mit dem Rest. Wir haben es jetzt zur Tradition gemacht, Instrumente zu bestellen, die wir dann noch nicht wirklich spielen können. Und sie dann relativ schnell lernen. Markus hat sich das Teil gekauft. Wir wollten sowas schon immer haben. Ah, das Kapo liegt im Gitarrenkopf. Du hast es. Achso, sorry. Genau, und das probieren wir jetzt aus. Willst du was zu deinem Instrument sagen, Markus? Also es kam heute um 14 Uhr an. Und er hatte mir noch geschrieben, wir arbeiten, Dani, was ist der erste Ton von dem Song? Da habe ich geschrieben, ein A. Und dann kamen wir an und dann meinte ich so, ah nee, ist doch kein A. Jetzt stelle ich mir vor, wie Markus den ganzen Tag zu Hause sitzt und war, ah, Mensch, das klappt hier gar nicht. Die ganze Zeit auf dem A. Markus spielt normalerweise Schlagzeug und hat es nicht so mit Tönen. Aber er kann, er hat es vorhin gezeigt, er kann das Ding echt krass gut spielen mit ihm. Okay, wir haben noch einen Song. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Kannst ja noch. Der heißt, am Ende war nicht alles schlecht. Ist begründet. Diese deine Angst ist begründet. Dieses Feuer wird lang nicht entzündet. Irgendwer stellt ein Schild auf, man soll nicht damit spielen, wie mit Essen oder anderer Menschengefühlen. In dieser Stadt denk ich lang nicht mehr an. Jede Ecke ist mir längst bekannt. Jeder Schritt ist gezählt, jeder Blick ist berechnet, jeder Standpunkt in Stein gemeißelt und verfechtet. Und auch wenn die Vielzahl der Formen so groß und unersetzbar erscheint, heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Und auch wenn die Schönheit der Dinge komplett und unermesslich erscheint, heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Mach es ready. Das ist nicht irgendwann. Bevor wir hier mit leeren Händen dastehen, könnten wir doch viel eher an die Bar gehen. Die Unsicherheit, die wir an diesen Ort schleppen, lässt sich am besten überwinden mit einer Hand voller Schnäpsen. Du legst deinen Kopf auf den Tresen, ja und ich mein Versprechen daneben. Bis ans Ende unserer Tage, ich vergesse das nie, sage ich still und leise, bis wir letztendlich schrien. Auch wenn die Vielzahl der Formen so groß und unersetzbar erscheint, heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Auch wenn die Schönheit der Dinge komplett und unermesslich erscheint, heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Heißt das nicht, dass es nicht irgendwann reicht. Dass es nicht irgendwann reicht. Weit und wirklich märchenhaft und schön. An dieses Leben könnte ich mich gewöhnen. An dieses Leben könnte ich mich gewöhnen.
verdient, sprich dir einfach als halber das Recht. Mensch, am Ende war nicht alles schlecht. Mensch, am Ende war nicht alles schlecht. Jeder kriegt, was er verdient, spricht einfach als halber das Recht. Am Ende war nicht alles schlecht. Nein, am Ende war nicht alles schlecht. Am Ende war nicht alles So, das nächste Quiz kommt. Katharina wird es abspielen. Seid bereit. Es geht los. Und zwar nicht jetzt. Doch! Ihr müsst aufstehen, wer weiß das noch? Ha, okay. Herzlichen Glückwunsch, einen herzlichen Applaus. So. Und das nächste, und das ist jetzt auch das letzte für den heutigen Abend. Ja, genau. Die meisten haben es noch gar nicht gehört, oder? Ja. Richtig gut. Super. So. Schön. So, und jetzt Concentration für den nächsten Act. Genau, jetzt kommt nämlich die nächste Performance. Was? Tja, dann werden seine Ohren belohnt, in dem Fall. Als nächstes kommt die Geraldine auf die Bühne. Sie wollte schon immer Schriftstellerin werden, seit sie ihr erstes Buch eigentlich in der Hand hatte. Und sie sagt selber, dass die Welt der Worte sie fesselt und dass das für sie wie kleine Pakete an Emotionen darstellt. Und sie ist heute das erste Mal auf einer Bühne und trägt was vor, deswegen sind wir gespannt, wie es wird. Komm gerne hoch. Ein Applaus. Applaus. Genau, also wie ich... Ist es an? Ja. Es ist ganz komisch, ihr könnt mich alle sehen, aber ich kann euch überhaupt nicht sehen, was vielleicht auch ganz gut ist. Also, wie schon vorgestellt wurde, mein Name ist Geraldine. Ich studiere Germanistik und kann mich deshalb auch sehr gut identifizieren mit dem Arbeitslos. Bei mir höre ich immer brotlose Kunst. Genau, aber ich habe euch heute einen etwas ernsteren Text mitgebracht und den werde ich euch vortragen. Und er heißt An dich, Paradis. An dich. Ich habe Angst. Angst um mich. Angst um mich und um keinen anderen. Ich gehe nachts nicht in den Himmel wandern, weil mich dies nun nicht mehr lässt. Selbst das Kissen im Schlaf benässt, schreib es mir nun von der Seele, einfach ganz und ohne Kehle. Allein für sich, weil diesmal ich habe große Angst um mich. Angst um mich und um keinen anderen. Höhenangst, Tiefenangst, Platzangst und eben Selbstangst. Und da auch du schon lange bangst, mit diesmal mitten ins Gesicht. Ich habe große Angst um mich. Klingt dies nun vielleicht idiotisch, ist dies alles andere als komisch.
schon gar nicht melancholisch oder irgendwie improvisorisch. Man wünscht sich's ja, mein Gott, wie oft, jede Minute wird dies aufs Neue erhofft, Woche um Woche, Tag für Tag, Sekunde um Sekunde, die eine offene Wunde. Wäre sie doch improvisiert, hätte sie doch niemals existiert. Weil, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, allein sich zieht in seinen Bann, in dem man voller Wissensdrang erstickt, verstrickt, und nur nach seinem Ich, nach festem Platzhalter für sein Alter. Dann verblassen alle schlauen Worte. Dann wird Wirklichkeit zur schlimmsten Sorte. Dann weint man, weil man doch stark und schlau sein will. Und Angst hat. Selbst dies wäre einem zu viel. Angst. Es fehlt an jeder Zeit. War man doch schon so lange bereit? Reißt man sich um gestern und noch davor? Benennt sich heute nur blass zum Tor. Hat Angst, schon zu lang gewartet zu haben und sich allein nun im Warten zu plagen. Dann fehlt kein Respekt mehr für heute und morgen. Dann wiegen selbst die kleinsten Sorgen ein Zentner schwer und rau auf der Brust. Dann erfreut auch nicht mehr die kleinste Lebenslust, denn an jeder Nachlass an bitterstem Frust war man sich doch auch gestern und damals bewusst. Weil wenn man es weiß und immer schon kannte, dann hilft auch nicht mehr der beste Gedanke, nur du bist der Letzte, der Angst hat um dich. Und nur du bist der Erste, der dies auch ändert, ändern kann und ändern will. Aber die Angst, sie ist dir zu schrill. Laut und überdeutlich bringt sie dich um. Laut und ungeschminkt macht sie dich dumm. Immer wieder gibst du dir dieselben Sprüche und immer wieder erntest du keine Ausbrüche. Und wärest du alt, dann wüsstest du bald, dass man Angst hat, wenn man nicht handelt. Und dass man Angst hat, wenn man sich verhält, als ging es um alles, nur nicht um deine Welt. Nur nicht um deinen Helden und nicht um dein Dasein. Und nicht um dein Heim mit dem schönsten Schein. Als gäbe es kein Alter und kein Schalter. Als gäbe es kein Morgen ohne diese Sorgen. Dann wüsstest du, hör dir mal zu, denn da, wo die Angst sitzt, da kann man auch leben. Und da, wo der Frust spritzt, da kann man auch streben. Weil, und das sage ich dir doch jetzt, allein du dieses kostbare Spiel verletzt. Dieses Spiel voller Geschenke und deinen Spaß voller Momente. Hey, es geht doch hier um dich und um keinen anderen. Also los und gib dich frei, also los und verlass dein Ei. Vertraue deinem Sinne und vertraue deinem Willen und schenke dir Liebe, diese Angst nun zu stillen. Hole dich doch selbst nach Hause und gönne dir diese neue Pause. Weil, und allein dies, du wirst es sehen, lachen dir, auch wenn still gestehen, am ganzen Stück und diesmal ohne zurück. Allein du brachtest dich zum Glück. Dankeschön. So. Wir kommen zum letzten Künstler heute Abend. Hinter mir wird umgebaut. Ignoriert das. Ich erzähle euch jetzt was zu Matthias Häfele. Also Matthias Häfele ist eine One-Man-Band. Er spielt Gitarre, Ukulele, Bass und kann Beatboxen. Und er unterrichtet es auch. Wenn man mag, kann man bei ihm Stunden buchen. Er benutzt eine Loopstation. Er bat mich, euch zu erklären, was das ist. Ich erkläre es mal so, wie ich denke, dass es ist. Ich habe es nicht gegoogelt. Ich hatte keine Zeit. Also eine Loopstation ist ein Gerät, was eben die Musik, die man gerade spielt, aufnimmt und wiederholt. Es ist aber kein Playback. Musikstücke überlagern sich und werden einfach wieder abgespielt und man kreiert dadurch mehrere Ebenen an Musik. So verstehe ich es. Genau. Ich weiß nicht.
wenn es jetzt jemanden gibt, der das besser erklären kann, kann er gerne hochkommen. Genau. Und ihr könnt Matthias demnächst, also naja, am 13. März, ist noch ein bisschen hin, im Weingut von Andreas Dilger sehen. Genau, das ist in der Viere, nee, Günterstal. Viere? Echt? Ja, ja, okay. Richtung Günterstal, Viere, genau. So, ja, gut. Dann bin ich weg. Viel Spaß mit Matthias. Gut, kommt was raus. Habt ihr es verstanden mit der Loopstation? Ein bisschen? Also ich zeige es halt ganz einfach mal. Also wenn ich jetzt hier mit dem Fuß drauf drücke, dann nimmt es genau das auf, was ich gerade mache. Wenn ich wieder drauf drücke, dann ist es genau das auf, was ich gerade mache. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann wird es immer mehr. Genau das auf, was ich gerade mache. Dann erscheint so, als würde ich total zulabern, obwohl eigentlich nur alleine hier steht. Also das ist so das Grundprinzip und das kann ich mit der Gitarre machen und mit der Stimme. Also ist verständlich, oder? Und jetzt, was ich jetzt mache, jetzt stimme ich meine Gitarre. Und da gibt es immer einen guten Witz, den habe ich mal vor allem gehört, den habe ich laut. Wenn man die Gitarre auf der Bühne stimmen muss, dann sagt man einfach, oder was sagt ein Wiener, wenn er seine Gitarre stimmt? Der sagt, das A stimmt eh nicht und das E stimmt auch nicht. Versteht ihr das? Ich fand ihn ganz gut. Okay, jetzt geht's auch mal los. Loop eingespielt. Thank you.
Danke dir. Dankeschön. Also falls sich jetzt irgendjemand aufregt oder sich provoziert fühlt, weil ich hier mit so uncoolen Schuhe auftrete, um das jetzt zu erklären, das wird den Rahmen sprengen. Das Problem ist, ich habe hier 5 Taschen vor mir liegen und wenn der Schuh nur 1 Zentimeter breiter ist, wie ich es daheim übe, dann trete ich einfach manchmal auf die falsche Tasche und dann wäre ein fataler Fehler, dann muss ich das Lied abbrechen. Deshalb habe ich meine Hausschuhe hier an, falls jemand das nicht gesehen hat. Gut, also mein Name ist Matthias Häfle, ich bin eine One-Man-Band, weil sich's für euch im besten Falle so anhört, wie wenn mehr auf der Bühne stehen würden. Manchmal kommt es dann vor, dass nach Auftritten bestimmte Leute auf mich zukommen und sagen, ja gut, coole One-Man-Band, aber nur wegen 2 Gitarren oder 2 Stimmen ist ja noch lang keine Band. Eigentlich fehlt noch was ganz Wichtiges. Und das wäre natürlich das Schlagzeug. Der Bass. Nee, der Bass nicht unbedingt, das kann man anders bewerkstelligen, aber es ist das Schlagzeug und das lasse ich mir auch gefallen. Und das sind immer die gleichen Leute, die dann auf mich zukommen und das zu mir sagen. Meistens sind es Cajonspieler oder Schlagzeugspieler und da gebe ich mir sofort die rote Warnanlage an, und weil die wollen sich in meine One-Man-Man-Einmischung Geld mit mir verdienen. Und das möchte ich natürlich nicht, vor allem wenn man schwäbisches Blut in sich hat, wenn man dem so gut wie möglich entgehe. Und deshalb begab ich mich auf die Suche, das irgendwie anders hinzukriegen, damit es sich einigermaßen natürlich anhört. Und habe dann tatsächlich was gefunden. Und zwar bediene ich mich da mehr die menschliche Urfähigkeit zu spucken. Kennt jeder? Früher, als ich die Menschen noch nicht unterhalten konnte, war Spucker ein Kommunikationsmittel. Wenn einem was gepasst hat, hat man sich angespuckt, dann wusste man einfach, wo man dran ist, und dann war die Sache gegessen. Nachdem die Menschen gelernt haben zu reden, kam das Spucken, war nicht mehr ganz so wichtig. Man macht es heute zwar auch noch, aber nur noch in ganz speziellen Fällen dann. Aber es ist nie ganz verloren gegangen. Manche haben dann gelernt, das Spucken einfach anders anzuwenden. Die können so gut spucken, dass es anhört für andere Leute wie ein Schlagzeug. Wenn man normal spuckt, dann kommt ja eine Ladung mit raus, aber die das richtig gut können, da kommt nichts mehr mit raus und es hört sich an wie ein Schlagzeug. Manche kennen es eher unter Beatbox, aber ich finde, die bessere Übersetzung wäre eigentlich rhythmisches Spucken. Und ich habe dann versucht, mir das irgendwie drauf zu schaffen. Bei YouTube kann man alles umsonst lernen, also super. Und habe dann probiert, das ein bisschen genau zu lernen. Zwei seht ihr, wollt ihr eine kleine Einführung haben, was man da macht, oder interessiert es euch nicht? Also ganz einfach erklärt, um einen ganz einfachen Schlagzeugrhythmus zu machen, muss man erstmal die 3 wichtigen Elemente zu können. Das wäre die Bassdrum, das ist die große, die vor dem Schlagzeuger steht. Und da spuckt man einfach ein ordentliches, starkes P ins Mikrofon. Das hört sich dann so an. Ungefähr, so. Gut, als nächstes kommt die Snare Drum, auf Englisch natürlich. Und um die jetzt zu imitieren, spuckt man auch ein starkes P rein, aber man gibt gleich ein F hinterher. Das simuliert so die Feder unter der Snare Drum. Das hört sich dann so an. Also jetzt haben wir schon die Bass Drum. Jetzt fällt nur noch ein wichtiges Ding, das wäre die Hi-Hat. Das ist ganz einfach, da machen wir einfach. Das kann jeder. Ja. Und wenn man das dann zusammen macht, dann hört es an wie ein Schlagzeug. Und ich habe mir jetzt ein kleines Schlagzeug-Solo zurechtgelegt und möchte es heute Abend jetzt präsentieren. Also. So weit bin ich gekommen. Dankeschön. Da kriegt man einen recht trockenen Mund, da kann da nichts mehr rauskommen. Also Leute, die noch nicht so ganz professionell sind, da kommt meistens noch was raus, wegen dem für die Leute in der ersten Reihe ist es ein bisschen gefährlich. Der Sinn und Zweck war es natürlich, dieses Ding zum Lernen, dieses Beatboxen, um nachher ein Lied zu begleiten, weil Schlagzeug ist ein Begleitinstrument und das ist so das Ziel. Und ich bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, um euch jetzt das nächste Lied zu präsentieren. Ich habe gedacht, wenn ich schon Schlagzeug imitieren kann, dann kann ich alles imitieren. Dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir doch einen richtig schönen elektronischen
Hit raus, kommerziellen Hit. Und da gab es einen, den habe ich früher gern gehört, das war Fatboy Slim. Und das Lied heißt The Funk Soul Brother. Check it out. Man kennt es eher unter Rockefeller's Gang. Hört man mich draußen gut oder höre nur ich? Ja, schon. Kommt bei dir was an, Hardy? Ja, alles super. Alles super. Okay, also bei dem Lied, also es kann sein, ich muss ein paar Mal anfangen, es ist recht kompliziert geworden. Ich gebe mir mal 3 Versuche. Ich mache meistens Kreuz vorher. Das hilft. Mi 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 mi. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. So brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. About now, about now, about now. Be me, ba ba, be me, ba ba, be me, ba be. Right about now, funk so brother, check it out now. Funk so brother, right about now. Funk so brother, check it out now. Funk so brother. Now, the funk show brother, right about now. The funk show brother, check it out now. The funk show brother. Check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it right about now. About now, about now, about now, ba 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 ba. You to here. Dankeschön. Ja, danke für den schönen Applaus. Tut gut. Jetzt. So offene Bühne finde ich eigentlich immer eine schöne Sache, nur ist es ein bisschen ein Minusgeschäft, man kriegt ja nichts dafür. Deshalb muss ich ein bisschen Werbung machen und manchmal wünsche ich mir, ich bin kein großer Werbefachmann, manchmal wünsche ich mir wirklich, ich könnte Werbung machen, CD wie kaufen. Im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Methode, da tun sie im Millisekundenbereich irgendwelche Artikel einschleusen, dass man es bewusst gar nicht richtig wahrnimmt. CD kaufen. Und unbewusst nimmt man es aber dann
sehr wohl wahr. Und dann kann es sein, man geht am nächsten Tag irgendwo in den Laden und kauft was, was man überhaupt nicht braucht. CD kaufen. Das ist der schlimmste Fall. Leider habe ich nicht die technischen Hilfsmittel dazu. Ich muss auf herkömmliche Art und Weise alles an den Mann bringen und nehme mir einfach den Freiraum. Also wem das gefällt, was ich mache, es waren jetzt nur zwei Lieder, aber es gibt noch viele, viele andere Lieder. Ich habe hier so Postkarten ausliegen, die Hanna hat es glaube ich vorher gesagt, oder die, wo man, genau, es wurde schon erwähnt. Am 13. März gibt es ein Konzert im Weingut Andreas Tilger, das ist in der Viere. Wer Interesse hat, der kann das gerne mitnehmen oder einfach im Internet sich erkundigen. Also ihr seid herzlich willkommen, weil alleine spielen macht nicht so viel Spaß, wie wenn jemand da wäre. Also kommt vorbei. Wenn man irgendwie Musik mal braucht für eine Feier, ich spiele auf jegliche Art von Feier, Hochzeiten, Scheidungen, Beerdigungen. Ich habe wirklich schon alles gehabt. Lasst euch was einfallen, wenn ihr mich braucht, sagt mir einfach Bescheid. Das ist eigentlich so das Wichtigste. So. Ich habe jetzt ziemlich viel gelabert, anstatt gespielt. Ein Lied, eigentlich 10 Minuten sollte eigentlich der Auftritt sein. Kann ich noch ein Lied spielen, oder? Also, das war der Höhepunkt, das letzte Lied war der Höhepunkt von meinem Auftritt. Jetzt möchte ich wieder in die andere Richtung arbeiten, weil ich habe jetzt wirklich die letzten paar Monate versucht, ein neues Lied zu interpretieren. Und ich spiele es heute das erste Mal, weil ich sage, es wird wahrscheinlich sehr schwer für mich, für euch auch. Und zwar habe ich mir ein Lied rausgesucht, ich mache jetzt keine lange Ansage hier, einfach von AC/DC ist das Lied. Und das Lied heißt Thunderstruck. Oh Jesus. Also das Lied heißt Donnerschlag. Und ja, ja. Tut mir leid. Oh Mann, jetzt war ich so gut drin. Aber ich kann wieder einsteigen, wo ich war. Thunder! Thunder! Railroad track, thunder. I'd around, and I knew there was no turning back. Thunder, my raced, and I thought, what could I do? Thunder, and I knew there was no help from you. Thunder, son of the champ, beating in my thunder jump. You been ah, das kann ich vergessen. Ich habe so viel Fehler jetzt eingebaut. Tut mir leid. Es geht nicht.
Das ist halt, wenn man ein Lied ganz am Anfang, es dauert einfach. Aber es war ein Versuch. Bei Fat Boy Slim Lied ging das, war das auch so beim ersten Mal. Das beruhigt mich. Wenn nochmal brauche ich es nicht versuchen, oder? Nee, das mache ich nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich probiere es am Freitag in Esslingen, da habe ich auch Konzert. Wer nach Esslingen fahren will, kann auch gerne vorbeikommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, danke fürs Zuhören. Ja, kommt gut heim. Tschüss. Vielleicht schon gegessen, wer weiß es. Seid freudig am Geben oder esst selber, genau. Derweil die Dosen rumgehen, seht ihr wieder einen Auszug von Filmen, die man gesehen haben muss. Viel Spaß damit. So, das hat zwar ein bisschen gedauert, aber dafür haben wir jetzt einen Gewinner, und zwar der Matthias. Komm nochmal hoch. Du bekommst ein Päckchen voller Bonbons. Du bist unser Zucker heute. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn du magst, kannst du es noch, wenn du dein Stück, das gerade ja nicht geklappt hat, nochmal versuchen willst, kannst du es noch eine Zugabe geben. Ihr wollt ja bestimmt noch eine Zugabe hören, oder? Also ich will es eigentlich nicht nochmal versuchen. Ich bin ziemlich demotiviert, das Lied nochmal zum Spielen, ehrlich gesagt. Wer es richtig hören will, kommt einfach zum Konzert. Wann war es nochmal? Ich habe es vergessen, am 13. Wollt ihr es echt nochmal hören, oder wie? Okay, also erstmal nochmal danke fürs Stimmen. Ich wusste gar nicht, dass man das macht hier. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich was gewonnen habe. Aber nicht schlecht. Gut. Yes.
to jive. Break all the rules, play all the fools. Yeah, yeah, they know I mean. And I was shaking underneath. Should I come again, bleed? Yeah, you lay me where to come. You've been thunderstruck. Dankeschön. Mal ausprobieren, ob ihr habt. War schon ein bisschen besser. Hallo. Okay. Wir machen keinen erster bis letzter Platz, weil wir ja, also soll keinen Wettbewerbscharakter haben wie bei anderen Veranstaltungen, sondern wir wollen einfach einen Publikumsliebling küren, aber nicht dieses Vergleichen in dem Maße. Ja. Versteht ihr das? Ja. Ist doch schön, oder? So. Wir wollten noch kurz sagen, dass wir noch Teamverstärkung suchen. Also wer Lust hat, bei uns im Team mitzumachen, bei der Organisation, Plakatgestaltung, Moderation, was auch immer, fällt viel an. Der kann sich bei uns melden. Wir haben auch Flyer auf den Stühlen am Anfang ausgelegt. Ja. Und ansonsten hoffen wir, ihr fandet den Abend schön. Ja, wir bedanken uns bei allen Künstlerinnen und Künstlern. Wieso bin ich? Achso, ups. Okay, sorry. Also wir bedanken uns bei allen Künstlerinnen und Künstlern, dass ihr heute Abend dabei wart und bei der Mensa Bar auch. Also ein herzlicher Applaus für die Leute auf und hinter der Bühne. Und vielen Dank auch an den Hardy und seine Crew, die das wirklich hier ermöglichen. Also nochmal einen herzlichen Applaus. Ihr wisst gar nicht, was der alles hier macht, der Mann. So, liebes Mensa Bar Publikum, liebe Freunde des Supremes. Es gibt diese Veranstaltung ja schon eine Weile. Ja, so, ich weiß nicht, wer vor... Also es gab früher eine Veranstaltung, die heißt Slam Deluxe, da ist die Monika Konstler sogar heute, hallo, die das damals vor 10 Jahren ungefähr grob geschätzt ins Leben gerufen hat. Danach gab es eine Veranstaltungsreihe, die Slam Supreme hieß. Und jetzt gibt es ja den Supreme ohne Slam. Und das geht natürlich immer nur mit engagierten Leuten, die so eine Veranstaltung durchziehen, so ein Format prägen und ihre persönlichen Dinge reinbringen, ihre Vorlieben und so weiter auf die Bühne holen. Und da ist ganz viel Engagement, ist da wichtig. Und es ist eine Zäsur jetzt wieder.
in der Teamgeschichte, also das Supreme wird sich verändern, wie ihr schon gehört habt. Die suchen ja auch Leute, die da gerne mitmachen. Und ich will mich ganz besonders bedanken bei drei Leuten, die uns jetzt verlassen. Und zwar bitte ich die Maxi noch auf die Bühne. Hier haben wir die Maxi, die Hanna und die Helen. Und die haben das jetzt die letzte Zeit gemacht. Und ich bitte euch, also ich danke euch erstmal im Namen des Studentenwerks. Und ich bitte euch jetzt für diese drei nochmal richtig Dampf zu machen und ganz toll in die Hände zu klatschen. Vielen Dank, ihr drei. Das Studentenwerk hat euch jeweils eine Flasche Joster. Ja, vielen Dank. Wolltest du noch was? Kommst du gleich, oder? Hallo, ja, ich gehöre zu den relativ neuen Leuten, die seit einem Semester jetzt dabei sind und ich will euch auch nochmal verabschieden und es war total schön mit euch und ihr habt uns, dem Daniel nämlich auch, mir und dem Daniel alles gezeigt, was wir wissen müssen und wir hoffen, dass wir die nächsten Slams oder die nächsten Supremes gut weiterführen und ihr stolz auf uns seid. Danke für alles. Kleinen Moment, der Daniel muss auch noch was sagen und wartet ihr noch kurz, der Daniel will auch noch was sagen, da muss ich aber kurz das Kabel verlängern, kleinen Moment. Ja okay, hört man mich? Ist super. Ja okay, ich hätte ja nichts mehr sagen müssen, weil es wurde ja schon alles gesagt, aber trotzdem danke und ich sag's jetzt halt auch nochmal, danke euch drei, danke der Bianca, die heute nicht da war und ich hoffe, wir können das in eurem Sinne weiterführen und es finden sich noch engagierte Leute, die mich und die Laura unterstützen. In diesem Sinne, danke.